Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 18 Karrieremodus. Heute spielen wir in der Liga gegen Düsseldorf. Ja, Tröder zeigt es allen, hoffentlich heute auch in der Liga. Ja, der Start von uns war jetzt nicht allzu gut. Allerdings wollen wir jetzt einfach mal schauen, dass wir das wieder ein bisschen gebacken kriegen. Und zwar genau mit dieser Aufstellung. Ja. Los. Oh Gott. Bam. Sehr schön. Fängt schon mal gut an. Tröder trifft schon zumindest das Tor. Das ist zumindest besser als sonst. Ja. Es gab ein neues Update. Herzlich willkommen zur heutigen Partie. Wolf Fuß ist hier, Frank Buschmann nebenan. Es regnet und da fragen wir uns natürlich, sind das gute Bedingungen für Angriffsfußball? Ja, zumindest ein Ja, weiteres es gab ein Element, neues das für Update, sagen, eine Situation sorgen kann. den in Patch 1.0. Heute heißt es Nee, Endspurt auf 1.03. gegen Fortuna Düsseldorf. Und der beinhaltet ein paar Und da sehen wir, Stabilitätsveränderungen. mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Und Spiel geht. zwar beispielsweise, dass die Torwerte verbessert worden sind. Ja, die wurden ja erstmal runtergestuft, jetzt sind sie wieder verbessert worden. Und jetzt. Oh, dieser Scheißbanner da unten. Und die Schusspräzision soll schlechter geworden sein. Außerdem sollen die Schwierigkeitsgrade Amateur und Halbprofi etwas leichter gemacht worden sein. Und ansonsten habe ich da jetzt nicht so viel mitgenommen, was uns überhaupt interessiert. Oh nein, komm schon. Sieht schon mal besser aus als im Pokal. Im Pokal waren die eindeutig bissiger. Okay, Rensing ist immer noch so gut. Rensing hat ja auch. Jacek! Boah! Rensing hat ja auch gegen uns im Pokal alles gehalten. Nochmal, okay. Der Ball kommt rein. Ah, das sah Mann. gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Adrian, Thies, die ganzen Abwehrspieler. Butzer. Und er schießt. Okay, Mit ja, seinem okay. Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Und Ecke. Die Jetzt Ecke aber. kommt. Zack. Oh nein. Och, komm schon. Auf außen ist jetzt Platz. Jawohl, Jacek. Sehr gut. Da kommt der Pass, aber der Müller zu Verteidiger ist da. Rutzer. Wir haben vorne Die einfach keinen Chance jetzt Impact. vielleicht zum Konter. Also gar nichts. Und das ist der Fehlpass. Das geht rein. Botzek. Da ist der Fehlpass. Gieselmann. Komm, jetzt aber. Ja. Was macht Fabio Lichte da auf der einen Seite? Nein, spielt den Ball doch. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Okay. Ich wollte gerade schon meckern, dass wir keinen Freistoß bekommen haben. Das könnte gefährlich werden. Kommt Zipperling. Na. Oh, wieso duckst du dich weg? Da pfeift der Schiedsrichter und hier Wieder muss auch ein faul. Freistoß geben. Komm, direkt weiter. Ja, sehr Da gibt schön. er zu Recht Freistoß. Haha, gelb mindestens. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er So. zurückgepfiffen wird. Er kann der Schiedsrichter gar nicht Komm. anders. Tröder hat extra noch die Freistöße Und du geübt. damit. Wir haben keinen besseren. Okay. Doch, den Zipperling, der ist auch ganz gut. Nehmen wir einen Zipperling. Gute Chance. Oh. Kein Problem. Boah. Der war aber zu langsam. Nächstes Mal muss ich Vollspann machen.
Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war nice. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. Das war nice. Schön über den Gegner noch gehoben. Aus einer anderen Perspektive. Jawohl. Unser Tröder. Zwei Tore schon in der Bundesliga. Mit dem ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Na, komm. Ballverlust. Na, Michalik verliert den Ball bitte nicht. Müller, Jacek, Zipperling. Mit dem Ball am zu Tröder. Kommt jetzt die Flanke na, rein. Okay. Da holt er den Ball zurück. Schmitz. Jawohl, Zipperling, Junge. Nochmal eine gelbe Karte für Düsseldorf. Spotka. Jawoll. Heute läuft's aber. Die holen sich schön die Bälle immer wieder. Bebu. Flanke bleibt hängen. Defensiv machen sie es gut. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Hm, wer ist das Licht, ja? Jetzt wird's gefährlich. Lauf doch. Ja. Und jetzt keiner in der Mitte. Hm. Ein Tor haben wir in ja gut, ein Tor. 1-0. Da geht aber mehr. Da geht auf jeden Fall mehr. Da geht auf jeden Fall mehr. Da will ich auch mehr sehen. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Da will ich auch mehr sehen, komm. Okay, Einwurf. Ja, zick nochmal. Ah, oh, der war schlecht. Der war schlecht. Voll, ja, zick, Junge. Och, wäre der jetzt auch angekommen, ne? Ich hätte keine Ahnung, was gemacht. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Nicht da. Nochmal ganz hinten rum. Boah, blöder Ball einfach in die Mitte. Ist nicht gut. Nein, nein! Lauf! Hol den Ball wieder! Schmitz. Wird's jetzt gefährlich? Okay. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Na, er ist weglaufen. Okay. Dann wechseln wir mal aus. Der Rutzer muss mal raus für den Steinheuer. Zipperling, Lenniger. Der Tröder geht mal raus für den Wies. So, dann haben wir wieder 3 neue da drin. Und hoffen wir einfach mal, dass es jetzt genauso weitergeht. Enika! Oh, genau, ein Gegenspieler. Sobotka. Sobotka. Wodka, Wodka, Sobotka. Fink. Bebu. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da versuchen Sie es mit dem Doppelpass. Oh. Da trennt er ihn vom Ball. Nein, oh Mann. Es gibt okay. Einwurf. Oh nein. Jawohl. Oh, Thies ist verletzt. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und nun ein Schuss. Oh. Ja, da einmal den genau im Prinzip. Da fehlt einfach die Konzentration.
Ja, die waren im Pokal viel stärker. Nein, Thies ist verletzt. Lauf doch weiter durch. Okay. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Ich hoffe, er ist jetzt nicht allzu stark verletzt. Und die gibt's auch. Jetzt kommt das hieß. Oh nein. Oh. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Okay. Nochmal Ecke. 15 noch Minuten noch. Die tolle Aktion des Torhüters von eben. Souverän gemacht. Und ja, da kannst du nicht schlecht. Auch schon mal nicht schlecht. Verzweifeln, wenn der so hält. Jetzt und jetzt. Boah. Aber wir sind schon stark für die zweite Liga. Sehe ich gerade. Lauf. Nein, er ist viel zu langsam. Er ist viel zu langsam. Was war das denn? Was war das denn? Oh, was? Kein Zweifel, das ist Freistoß. Ich habe auch kurz überlegt, den Schwierigkeitsgrad mal ein bisschen höher zu stellen, wenn ich das jetzt hier gerade so sehe. Aber, Richtig tolle Stimmung hier, die Fans. Aber ich bin momentan nicht in so einem Verhältnis, wo ich sagen könnte, es ist viel zu einfach. Nein. Da wollte ich ein bisschen circlen. Würde ich jetzt alles gewinnen momentan, dann okay. Ne? Aber nicht, wenn ich hier gerade einfach nur einen schlechten Gegner habe. Weil der Gegner einfach nur schlecht drauf ist, sagen wir es mal so. Oh, ich laufe immer weg. So langsam wird's gefährlich. Jawohl. Okay. 3 Minuten noch. Ob sie die Chance nutzen können? Hier steht jetzt die Auswechslung an. Und weg damit, weg damit. Oh, nochmal Ecke. 2 Minuten. Unglaubliche Staunen auch am Spielfeld. 2 Minuten. Komm. Weg damit. Weg damit. Oh, Scholti, jawoll. Sie versuchen alles. Jetzt geht sogar der Torhüter mit nach vorne bei der Ecke. Boah, das war ein Handspiel. Habt ihr das gesehen? Das war ein Handspiel von Thies. Da können wir froh sein, dass das der Schiri nicht gepfiffen hat. Komm, mach. Keeper ist jetzt auch drin. Und weg damit. Weg damit. Weg damit. Jawohl. Oh. Wird hier nochmal gefährlich. Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Oh, oh, nein, 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 nein. Okay, der ist weg. Ja, gewonnen. Sehr gut. Ja, das Handspiel jetzt am Ende war ein bisschen... Oh. Zum Glück war der Videoassistent da nicht wach. Und Point. Pfosten. Wann habe ich einen Pfosten geschossen? Hm? Keine Ahnung. Adrian war stark. Boah, die waren alle stark. Zipperling war stark, Tröder war stark, Jacek war stark, Lichte war stark, Thies war stark, Hildebrand war stark, Adrian war stark und Michalik war stark. Also alle. Unsere ganze Abwehr war auf jeden Fall stark. Das können wir doch mal so unterschreiben. So, dann trainieren wir hiermit noch eben. Mit manchen Spielern werde ich auch erst später, sagen wir mal, richtig einsteigen. Weil die jetzt momentan einfach noch zu schlecht sind, sag ich einfach mal. So der Röser oder so ist momentan für mich ein bisschen noch zu schlecht. Oder der Henniger. Weshalb, ich schau mal eben in die News. Da ist nun die Vorschau, okay. Weshalb ich dann eher noch ein bisschen warte. Wir sind Vierter. 4 Spiele, 7 Punkte. Krass, okay. Okay. Führt? Ist das Greuther führt? Dann haben die neues Wappen. Das ist ja krass. Düsseldorf da. Oh, okay.
Was für eine Tordifferenz haben wir gerade? 4-3. Okay. Wir machen mal weiter. Machen nochmal eine Spielerentwicklung. Spieler des Monats ist... Ich konnte es jetzt gerade nicht erkennen, wer das genau war. Ich glaube Tröder nicht. Es könnte Jacek sein. Oder Zipperling. Zipperling könnte es auch sein. So, Vorschau. Spieler des Monats ist... Das ist nicht Tröder, ne? Komm, zeig mir den Text. Ah, Adrian. Alles klar, Daniel Adrian. Nice. Der begehrte Trainer Konsolenschon entwickelt sich immer mehr zu einem hochgehandelten Mann in der Welt der Fußballtrainer. Derzeit macht er sich durch seine Arbeit bei Sandhausen einen Namen. Und dieser Name steht für attraktiven und erfolgreichen Fußball. Er scheint ein Händchen dafür zu haben, Teams darauf zu trimmen. Jetzt könnte er auch auf Nationaltrainer glänzen. Okay. Die besten Chancen, Konsolenschein auf die internationalen Bühne zu locken, hat derzeit wohl Südafrika. Dort sucht man nach einem neuen Mann. Der Fußballverband Südafrika ist bekanntlich besonders erpicht darauf, den aufstrebenden Trainer zu verpflichten und sein Debüt bei einer Nationalmannschaft zu ermöglichen. Die Hoffnungen des Verbandes liegen darauf, dass er seinen erfolgreichen Spielstil auch auf das Nationalteam von Südafrika übertragen kann. Nachdem in letzter Zeit einige Trainerposten bei Nationalmannschaften frei geworden sind, dürfte die Jagd auf kompetente Trainer eröffnet sein. Mit dabei Peru, das sich als eines der möglichen Ziele von Konsolenschein zu entpuppen scheint. Dementsprechend positiv hat man sich dort über den Sandhausen-Mann geäußert. Es wird also immer wahrscheinlicher, dass der Fußballverband von Peru ihn kontaktiert. Neuseeland ist nun schon länger ohne Trainer und diese Lücke soll mit einem unverbrauchten Gesicht gefüllt werden. Das Gesicht von Konsolenschwein könnte passen, aber Neuseeland weiß auch, dass jemand wie Konsolenschwein heiß umworben ist. Ein Angebot an ihn muss also reizvoll sein. Nachdem in letzter Zeit einige Trainerposten bei Nationalmannschaften frei geworden sind, warte, das ist genau der gleiche Text, Bolivien ist das. Okay, und Finnland. Die haben einfach zweimal die gleichen Texte da reingefügt. Okay. Soll mir ja egal sein. Nationaltrainerposten. Peru. Interessiert mich nicht. Okay. Was gibt's sonst noch? Vereins? Nee, gar nichts. So, was die kommende Partie angeht. Pascal Rosbach möchte gerne spielen. Okay, er möchte gerne spielen. Das ist schön. Müssen wir das im nächsten Spiel ein bisschen ändern? Er möchte gerne spielen. Wir schauen mal eben in die Mannschaft, ob es da irgendwas Neues gibt. Die Moral bei Fritz Schmitz. Tobi Ritzmann ist nicht da. Der Daniel Adrian ist das, ne? Der ist super in Form. Genauso wie der Marco Müller. Litzbarski ist super happy. Der ist auch super scheiße. Tröder ist gut in Form. Und André Carbone mag mich jetzt auch nicht mehr so ganz. Okay, dann werden wir im nächsten Spiel auf jeden Fall ein bisschen durchtauschen. Damit die Unzufriedenen auch mal ein bisschen... Warte, können wir mal schauen. Tore. 5 Tore hat Tröder, das ist nice. Einsätze. Fritz Schmitz hatte noch gar keinen Einsatz. Okay, das müssen wir mal ändern. Vorlagen. 4. Ohne Gegentor. Schultisek und Jacek. Nice. Attribute. Wer ist denn der stärkste momentan? Jan Henning ist der schlechteste. Okay. Ja, der hat sich auch schon verbessert. Stärkste ist Schultisek mit Tröder. Die größte Änderung hatte jetzt Schultisek, Henning und Rosbach und Röser. Okay. Finanzen. Mal eben schauen. Gehalt. Wer verdient am meisten? Der Tröder, Zipperling, okay. Wert ist Tröder am wertvollsten. Älteste ist Müller und der Vertrag mit Rutzer dauert noch am längsten. Wer ist denn hier am kürzesten? Oh, fast alle. Okay. Gibt's Aktionen? Angebote blocken, Taktikvorlagen, Verlängerung, okay. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Gegen Braunschweig. Wir werden ein bisschen durchwechseln. Seid gespannt. Haut rein.
Ciao.